Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal Sonne frei Haus. Ich bin auf der Intersolar in München unterwegs. Hier dreht sich alles um Photovoltaik, Speichersysteme und Module. Und ich bin jetzt hier bei BYD am Stand und schauen wir mal an, was es hier in der Heimspeicherwelt und im gesamten BYD-Kosmos Neues gibt. Natrium-Speicher sind ganz hoch im Gespräch, dass wir da nochmal drüber sprechen. Super interessant dann vielleicht auch für euch. Und spreche da gleich mit Yassin. Wenn dich das also interessiert, dann bleib jetzt dran. Ich freue mich über einen Daumen und ein Abo auf meinem Kanal, wenn du dich solche Themen regelmäßig interessieren. Und wenn du selbst eine Photovoltaikanlage installieren möchtest, da unsicher bist, welche Komponenten du benötigst, dann schau doch auf www.sonnefreihaus.de vorbei. Ich berate dich gern. Los geht's. Viel Spaß. Hi Yassin, freut mich, dass ich dich dieses Jahr wieder interviewen darf zu euren Produkten hier bei BYD. Freut mich ebenso. Dann hi Nils. Ja. Und wir freuen uns sehr, euch allen die neuesten Neuerungen von BYD vorzustellen. Dieses Jahr bei der Intersolar 2023 steht alles unter dem Motto Zero Emission Ecosystem. Das ganze Ökosystem von BYD, angefangen von der Energieerzeugung bis hin zur Zwischenspeicherung, bis hin zur Nutzung der solar erzeugten und zwischengespeicherten Energie in Form der Elektromobilität. Okay, super spannend für Eigenheimbesitzer, ne? Also gerade Erzeugung, Speicherung und dann aber auch noch Einbindung von Elektromobilität. Genau. Und du hast gerade schon gesagt, Erzeugung. Ihr habt jetzt dieses Jahr, das war letztes Jahr nicht der Fall, Solarmodule da, ne? Genau. BYD ist schon einige Zeit im Bereich Solarmodulproduktion unterwegs. Und dieses Jahr haben wir uns entschieden, es auch wirklich auszustellen, aufgrund der Zero-Emission-Ökosystem-Thematik. Das heißt, die ganze Wertschöpfungskette wollen wir vorstellen. Wir sehen hier PV-Paneele von BYD, angefangen hier vorne bei Residential-Panelen mit Leistungsklassen von bis zu 435 Watt Peak. Und also ganz kurz einmal für die Zuschauer, Residential, also für Eigenheimbesitzer, die sich das aufs Dach bauen wollen, genau, mit einer eigenen Anlage. Genau, also ganz normale Eigenheimbesitzer in ganz normalen Einfamilienhäusern, da würde man das verwenden. Das Besondere hierbei, mit 435 Watt hat man eine relativ hohe Leistung und daher die optimale Wahl für Eigenheimbesitzer. Ja. Wenn man aber ein bisschen weiter nach hinten schaut, sieht man PV-Paneele, die einen Ticken größer scheinen. Das ist keine optische Illusion, die sind wirklich ein bisschen größer, die haben auch eine höhere Leistung. Wir sehen hier beispielsweise 555 Watt und weiter hinten noch ein PV-Modul mit 670 Watt. Das heißt, die PV-Module, die wir weiter hinten sehen, die sind weniger für Eigenheimbesitzer, sondern mehr für Gewerbe und Großsektor, sag ich. Großanlagen dann, ja. Genau, genau. Ja. Ja. Okay, also aber für Privathaushalte nach wie vor aufgrund der Größen auch, genau, das dann die Wahl, ne? Okay. Genau. Für Privathaushalte wäre das hier vorne das Solarpanel der Wahl mit 435 Watt Peak. Und nochmal, damit deckt BYD im Prinzip die solare Energieerzeugung ab. Aber was macht man mit der ganzen erzeugten Solarenergie? Naja, nutzen, wenn es irgendwie geht. Aber wenn es nicht geht, muss man es speichern. Genau. So, jetzt sind wir beim Thema Speicherung. Und wie gut ist wir hier beim BYD-Stand sind, denn BYD ist Experte im Bereich Energiespeicherung. Also ihr habt einen riesen Anteil am Speichermarkt in Eigenheimbereichen auch. Ich habe ganz viele Erfahrungsvideos auch schon mit BYD-Speichern gemacht. Ja. Lass uns also gerne mal rübergehen und die Speicher angucken, was die ausmacht. Du bist der Experte, ich löcher dich. Genau, wir gehen mal kurz rüber. Ja, Yassin, hier stehen wir jetzt vor den verschiedenen Heimspeichern. LVS, LVL und HVS, HVM-Serie. Für die Kunden, ja, ich kriege ganz oft die Fragen, wo ist der Unterschied zwischen Low Volt, High Voltage System? Kannst du da mal drauf eingehen, bitte? Na klar. Was man direkt sieht, ist, BYD ist ein Fan von Abkürzungen. Das heißt, all diese Speicher haben irgendwie drei Buchstaben als Namen. Wir haben einmal die LVL, die LVS und die HVS, HVM. Und nun ist die Frage, was soll das bedeuten? Kann man irgendwie ableiten anhand des Kürzels, was das für Speicher sind? Antwort, ja. Wir machen das mal gemeinsam. LV, also die ersten zwei Buchstaben, steht für Low Volt. Das heißt, wann immer wir ein LV im Namen haben, ist das ein sogenanntes Low Volt System, also ein Niederspannungsspeichersystem. Das heißt 48 Volt Nennspannung. Okay. Die LVL 48 Volt, die LVS 48 Volt. Okay. Wenn wir uns hingegen die HVS und die HVM anschauen, da steckt ja im Namen HV. Was denkst du, wofür HV stehen könnte? High Voltage. High Volt oder auch Hochvolt. Genau, das heißt, die HVS, HVM, das sind Hochvoltspeicher. Der wesentliche Unterschied zwischen den Low-Volt- und den Hochvolt-Speichern ist, es steckt schon im Namen drin, die Spannungsebene. Im Low-Volt-Bereich ist die Spannung immer bei 48 Volt, egal wie viele Komponenten ich parallel schalte. Aufgrund der Parallelschaltung bleibt die Spannung
konstant. Wohingegen im Hochvoltbereich die Module intern nicht parallel, sondern in Reihe geschaltet sind. Dadurch ist es so, dass wir mit jedem hinzugefügten Modul die Spannungsebene ansteigen lassen. Genau. Okay. Das machen wir mal gemeinsam, wir machen eine kleine Rechenaufgabe. Das ist die HVS. Bei der HVS hat ein Modul eine Spannung von ca. 100 Volt. Das heißt, wir haben hier 100, 200, 300, 400 Volt. Also ein 400 Volt Speicher, das Ganze ohne DC-DC-Steller. Und ich kann es jetzt bereits vorwegnehmen, der mit Abstand beliebteste Speicher ist die Hochvolt-Serie. Kannst du auch sagen, warum? Das würde mich jetzt interessieren, weil das ja ganz viele Fragen. Absolut. Warum ist die Hochvolt-Serie so beliebt? Weil aufgrund dieser hohen Spannung eine hohe Effizienz einhergeht. Warum ist das so? Naja, wenn die Batterie von Hause aus zum Beispiel 400 oder 500 Volt mitbringt und das PV-System, was wir auf dem Dach geschraubt haben, auch ein paar 100 Volt, dann hat der dazwischen geschaltete Wechselrichter weniger Umwandlungsarbeit zu verrichten. Das ganze System ist dann einen Tick effizienter. Ja, wir haben angenommen, einmal ganz kurz als Erklärung, ich habe eine Anlage mit 900 Volt und dann muss ich das auf 48 Volt runter. Dann bin ich ja im Low-Volt-System und da habe ich dann mehr Verluste, ne? Richtig. Im Gegensatz zu Hoch-Volt-System, ja. Das kann man sich relativ gut herleiten und das ist auch eine Tatsache, das sagen nicht nur wir, sondern das sagt auch die HTW Berlin, also die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Die haben die Effizienzstudie jetzt seit ein paar Jahren rausgebracht. Das schneidet ihr auch immer gut ab, ne? Habe ich auch ein Video darüber gemacht, findet ihr im Kanal auch verlinkt. Und da seid ihr immer mit verschiedenen Wechselrichterherstellern, ich sehe es hier auch gerade, ne? Fronius, Kostal, SMA, da seid ihr immer ganz oben mit dabei in der Effizienzstudie. Richtig. Und eure Systeme schneiden da sehr effizient ab, ja. Genau, also das ist ein Grund, warum die Hochvoltserie so beliebt ist, ist eben sehr effizient. Das heißt, gerade wenn man die Systeme lange betreibt und die Speicher haben ja 10 Jahre Garantie, dann hat man jede Menge Zyklen. Ja? Ein Effizienzunterschied von ein paar Prozentpunkten bei einem Zyklus macht keinen großen Unterschied. Aber wenn wir uns vor Augen halten, dass die Anlagen 10 Jahre laufen, vielleicht sogar 12, ja, 15 oder 20. 10 Jahre also, Garantie, genau, laufen tun sie in der Regel länger. Genau, die laufen in der Regel länger. Also wir hoffen alle, dass es deutlich über die 10 Jahre läuft. Dann kommen da einige Zyklen zusammen und dann macht Kleinvieh natürlich auch einen Unterschied. Ja. Und je effizienter das System, desto eher rentiert sich das über die vielen Jahre, die das System in Betrieb ist. Ja. Das ist der Grund, warum die Hochvoltserie beliebt ist. Ein anderer Grund, die Kompatibilität zu den vielen namhaften Wechselrichterherstellern, die aktuell eben im deutschsprachigen Raum so beliebt sind. Also wir haben zum Beispiel Costa, Fronius, SMA, Sanitary Power, aber auch Sungrow, Goodwee und viele, viele mehr. Ja. Und es sind alle genannten Wechselrichter, die du genannt hast, Hybridwechselrichter, richtig? Also das ist ein DC-seitig angebundenes System. Die Batterie unterstützt sowohl DC-seitige Anwendungen als auch AC-seitige Anwendungen. Okay. Die meisten aktuell auf dem Markt verfügbaren Wechselrichter sind Hybridwechselrichter, dreiphasige Hybridgeräte. Wir sehen, dass der Markt gerade dahin tendiert, also es scheint wirklich ein Trend zu sein. Es gibt allerdings auch immer noch einphasige AC-gekoppelte Systeme, auch mit dem Speicher. Wenn man zum Beispiel die Batterie mit einem Sunnyboy Storage von SMA kombiniert, dann wäre es eine AC-seitige, einphasige Systemauslegung. Was brauche ich da dann? Brauche ich dann extra Wechselrichter oder brauche ich hier von euch ein anderes Batteriemanagementsystem? Gute Frage. Das Schöne an Hybridwechselrichtern ist, dass man Komponenten einspart. Ein Hybridwechselrichter, das steckt im Namen drin, ist ein Hybrid. Das heißt, da kann man sowohl die Batterie anschließen, als auch das PV-System, also die PV-Anlage und die Batterie am selben Wechselrichter, nur ein Wechselrichter. Ja. Wenn man das Ganze AC-seitig koppelt, dann braucht man per Definition mindestens zwei Wechselrichter, nämlich einen PV-Wechselrichter für die PV-Anlage. Um den Gleichstrom in Wechselstrom und dann braucht man nochmal einen Batteriewechselrichter. Richtig. Um den Wechselstrom wieder in Gleichstrom für die Batterie zu wechseln. Ne? Genau, genau. Ja. Die Batterie, der Batterie ist relativ egal, ob sie AC-seitig oder DC-seitig eingebunden bzw. gekoppelt wird. Das heißt, es liegt wirklich am Kunden bzw. am Installateur, wie er es realisieren will. Ja. Typischerweise ist es so, bei einer alten PV-Bestandsanlage, wo also schon ein reiner PV-Wechselrichter ist, da tendieren Kunden dazu, das Ganze AC-seitig einzubinden, um den bestehenden PV-Wechselrichter nicht austauschen zu müssen. Ja. Wenn es aber eine Neuinstallation ist, also neue PV-Anlage aufs Dach, neue Batterien im Keller, dann tendieren die meisten Kunden eigentlich dazu, aktuell in Hybrid-Systeme zu investieren. Das heißt, die Anschaffung eines Wechselrichters, wo man direkt beides anschließen kann. Ja, genau. Und es ist effizienter, ne? Das haben wir ja schon gesagt, als wenn wir jetzt erst einmal Gleichstrom in Wechselstrom, dann nochmal Wechselstrom in Gleichstrom. Genau, die Effizienzverluste, genau. Also die Verluste haben wir da einfach beim Wechseln. Ja. Und effizienter ist es direkt mit dem Hybridwechselrichter. Also genau, falls ihr darüber nachdenkt, ein System anzuschaffen mit BYD und einem Hybridwechselrichter, ist das auf jeden Fall die bessere Wahl, als da erst ein AC-System aufzubauen, was nachher noch wieder mit einem weiteren Wechselrichter für die Batterie umgerüstet werden muss. Genau. Du hast vorhin schon einmal ganz kurz die Garantie angesprochen. Ja. Zellchemie ist immer noch ein wichtiger Faktor, Sicherheit. Ja. Ihr seid ja in sehr vielen Haushalten mittlerweile verbaut. Man hat gehört, von anderen Herstellern gibt es Probleme mit deren Zelltechnologie. Ihr baut auch komplett auf Lithium-Eisenphosphat, oder?
Genau. Also BYD baut nicht nur komplett auf Lithium-Eisenphosphat, also LFP, sondern BYD ist tatsächlich ein Pionier in dem Bereich. Das heißt, seit über 20 Jahren ist BYD bei der Weiterentwicklung dieser Zelltechnologie wirklich zielführend und ganz cutting-edge-mäßig mit dabei. Und das war eine Wette, die BYD eingegangen ist vor über 20 Jahren. Und wir sehen mittlerweile, diese Wette macht sich bezahlt. Denn die meisten Hersteller aktuell von stationären Speichersystemen, aber auch von Elektrofahrzeugen, tendieren aktuell dazu, Richtung LFP zu gehen. Ja. Warum ist das so? Weil LFP bzw. Lithium-Eisenphosphat von der Zellchemie her einfach thermisch stabiler ist. Das heißt, das Thema Sicherheit ist hier um ein Vielfaches besser. Und ist das so? Das ist ein emotional aufgeladenes Thema. Deswegen ist es immer gut, wenn man das Ganze mit Zahlen belegen kann. Ja. Von dieser Produktgeneration, die wir hier sehen, also Low Volt und High Volt zusammen, haben wir aktuell über 450.000 im Feld. Die allermeisten übrigens in Europa und davon die meisten im deutschsprachigen Raum. Und von diesen 450.000 laufenden Anlagen hatten wir bisher keine sicherheitsrelevanten Vorfälle. Also das ist wirklich... Also keinen thermischen Durchgang, nichts. Nee, okay. Nichts dergleichen. Es kommt immer mal wieder vor, dass irgendwas an der Elektronik ist. Ja, dann wird die ausgetauscht. Aber gerade die Zellen sind so eigensicher, wie es nur geht. Das ist die Hochvoltzelle. Wie gesagt, beliebtestes System. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass wir Low-Volt-Systeme haben, die wir hier mal zeigen wollen. Wie gesagt, relativ ähnlich. Das heißt, die Zellchemie, die wir hier haben, ist auch Lithium-Eisenphosphat. Auch sehr sicher, hohe Performance, hohe Langlebigkeit. Der wesentliche Unterschied ist hier die Verschaltung der Module untereinander. Während wir im Hochvolt-Bereich eine Reihenschaltung haben, das heißt eine hohe Spannung, haben wir im Low-Volt-Bereich eine Parallelschaltung, das heißt die Spannung bleibt immer bei 48 Volt. Ja, dafür steigt aber der Strom, richtig? Genau. Der Strom steigt und dadurch nicht wundern, wenn ihr eine LVS-Installation habt, also ein Low-Volt-System, dann habt ihr automatisch dickere Kabelquerschnitte dann zu Hause installiert, weil bei geringer Spannung höherer Strom, je höherer Strom bedeutet mehr Widerstand und dadurch dickere Kabel. So, häufig kommt dann die Frage, ja gut, die LVS, also die Low-Volt-Variante, und die HVS, also die Hochvolt-Variante, die sehen ja relativ ähnlich aus. Ja. Was soll ich nehmen? Nehme ich jetzt Low-Volt oder nehme ich High-Volt? Wie bereits gesagt, die Batteriezellen da drin sind qualitativ ähnlich und vergleichbar. Der wesentliche Unterschied, und es steckt bereits im Namen drin, ist die Spannungsebene. 48 Volt, immer, egal wie viele Module. Und hier haben wir aufgrund der Reinschaltung mindestens 150 bis 500 Volt. So, beantwortet das die Frage, was man nimmt? Nein, noch nicht. Deswegen, die Antwort auf die Frage ist, man entscheidet sich erstmal für den Wechselrichter. Ja. Es gibt Wechselrichter speziell für den Low-Volt-Bereich und es gibt Wechselrichter speziell für den Hochvolt-Bereich. BYD deckt beides ab, Low-Volt und Hochvolt. Und dann ist es die Empfehlung, tatsächlich erstmal den Wechselrichter auszusuchen. Also ein Low-Volt-Wechselrichter heißt automatisch Low-Volt-Speicher. Macht Sinn, ja. Hochvolt-Wechselrichter, Hochvolt-Speicher. Ja, ja, ich sehe jetzt hier zum Beispiel schon mal, wird von vielen auch in den Videos gesagt, tolles System, Victron. Ihr seid mit Victron auf jeden Fall kompatibel hier in dem Low-Volt-Bereich. Genau. Und könnt da also auch mit 48 Volt dann super zusammenarbeiten, ne? Richtig. Also Victron ist ein typisches Beispiel für Low-Volt-Wechselrichter. Die produzieren auch nur Low-Volt-Wechselrichter. Das heißt, wenn man ein Fan von Victron-Systemen ist, dann wird es automatisch das Low-Volt-System von BYD und eben nicht Hochvolt. Ja. Wenn man hingegen jetzt Fronius sehr schätzt oder eben Kostal oder andere Hochvolt-Wechselrichter, dann wird es automatisch die Hochvolt-Batterie. Daher ja, immer erst den Wechselrichter auswählen und im zweiten Schritt dann erst die Batterie. Die Hochvoltspeicher sind sehr minimal effizient, ne? Genau. Effizienter, die sind ein Tick effizienter. Dafür ist es im Low-Volt-Bereich aufgrund der Parallelschaltung, ist das ganze System ein Tick flexibler. Was heißt flexibel? Naja, weil wir hier immer 48 Volt haben, egal wie viele Module, kann ich schon mit einem Modul beginnen. Ja, das heißt, ich kann das mit super einem attraktiv, beginnen. Ja. Genau. Das heißt, bereits bei 4 Kilowattstunden ein Modul wäre bei der Low-Volt-Variante möglich, wohingegen wir bei der Hochvolt-Variante mindestens 3 oder eben 2 Module brauchen, je nachdem, welche Variante das ist. Und das heißt im Prinzip, wenn ihr das mitnehmen wollt, Low-Volt ein Tick flexibler, Hoch-Volt ein Tick effizienter, aber die Batterien wirklich relativ vergleichbar und eher vom Wechselrichter das Ganze abhängig machen. Ja. In welchem Zeitabstand kann ich die Module erweitern wegen der Zellchemie-Alterungsprozessen? Ja, auch ein guter Punkt. Man kann tatsächlich jederzeit erweitern. Ja, es gibt keine zeitliche Limitierung seitens des Herstellers BYD. Okay. Wichtig ist im Hochvolt-Bereich, dass man auf die sogenannte 30%-Regel achtet. Weil im Hochvolt-Bereich die Module in Reihe geschaltet sind, muss man darauf achten, dass alle Module einen ähnlichen Ladezustand zueinander haben. Ja. Neue Module kommen immer mit 30% SOC, State of Charge, Ladezustand. Das heißt, man würde die Erweiterung bei der HVS, HVM genau dann machen, wenn der bestehende Speicher zu ca. 30% geladen ist. Im Low-Volt-Bereich, dadurch, dass die Module parallel geschaltet sind, spielt das überhaupt gar keine Rolle. Man kann also
immer erweitern, ohne auf eine 30% Angleichung der S. Ist also auch nicht so wie bei anderen Herstellern, die sagen so, mach das bitte nicht, wenn 2 Jahre um sind, dann möchten wir das nicht, dass die Module noch kombiniert werden, weil die zu weit auseinander liegen. Im Low-Volt-Bereich sowieso nicht. Durch die Parallelschaltung und durch den Umstand, dass jedes Modul seine eigene BMS hat, okay, ist es unabhängig voneinander. Das eine Modul kann laden, während das andere Modul voll ist, kein Problem. Ja. Im Hochvolt-Bereich, da hast du schon recht. Also die Module sind in Reihe geschaltet. Wenn man jetzt zum Beispiel nach 9 Jahren erweitert, muss man sich einfach darauf einstellen, dass die bestehenden Module nach 9 Jahren gealtert sind. Ja. Jedes Batteriesystem unterliegt einer Alterung. Das heißt, nach 9 Jahren hätte es nicht mehr 100% Kapazität, sondern zum Beispiel nur noch 90 oder 85%. Und das neue Modul, was man dann hinzufügt, davon kann man auch nur diese 90 bzw. 85% in diesem Beispiel ausnutzen. Ja. Dennoch ist wichtig zu betonen, wie BYD erlaubt ist. Man kann jederzeit erweitern. Man muss sich nur darauf gefasst machen, dass im Hochvoltbereich dieser Effekt auftreten kann nach mehreren Jahren. Okay, ja, super interessant. Danke dir. Bitte, bitte. Yasin, lass uns mal rübergehen, nachdem wir hier ausführlich darüber gesprochen haben, einmal kurz die Gewerbespeicher. Am Ende möchte ich unbedingt noch mit dir darüber sprechen. Natriumspeicher sind ganz hoch im Gespräch, dass wir da nochmal drüber sprechen. Super interessant dann vielleicht auch für euch. Und ihr habt auch noch Elektromobilität hier ganz groß und das möchte ich mir mit dir auch noch anschauen. Sehr gut, so machen wir das. Okay, Yasin, jetzt sind wir hier bei den Gewerbespeichern und da habe ich letztes Jahr auch schon kurz mit dir vorgestanden. Wofür ist das interessant? Was können die? Ganz kurz vielleicht einfach mal. Ja, also der Business Case, der im Heimbereich funktioniert, nämlich die Optimierung des Eigenverbrauchs, der funktioniert natürlich auch bei Gewerbekunden. Dann ist es eben keine Familie, die in einem Eigenheim wohnt, sondern es ist ein Gewerbebetrieb, eine produzierende Firma oder ein Bauernhof oder dergleichen. Die haben dieselben Bedürfnisse, die haben PV-Anlage auf dem Dach, erzeugen viel Strom, den die vielleicht in dem Moment gar nicht brauchen. Und die wollen den nicht ins Netz einspeisen. Daher ist die Anschaffung eines Speichersystems auch im Gewerbe sinnvoll. Also gleich die größere Nummer sozusagen, also für größeren Umfang. Genau. Also es ist relativ ähnlich. Wovon sprechen wir da in Kilowattstunden? Hier in diesem Fall haben wir in diesem Kabinett ungefähr 150 Kilowattstunden. Also schon mal eine Ecke größer, als wie wir es normalerweise im Heimbereich kennen würden. Ja, deutlich größer. Ja, deutlich größer. Und man kann mehrere davon zusammenschalten. Wir haben ja auch noch den MC Cube, auch relativ neu. Und hier haben wir in einem Kabinett circa 500 Kilowattstunden. Also das Kabinett ist ein Tick größer als ich. Ja? Und dennoch haben wir hier, sage und schreibe, circa 500 Kilowattstunden. Wie kommt diese Energiedichte zustande? Naja, BYD ist einer der größten Zellproduzenten. Und die neueste Entwicklung, beziehungsweise seit jetzt eine kleine Weile, ist die Blade-Zelle. Warum heißt die Blade-Zelle Blade-Zelle? Weil die etwas länger gezogen ist, einen neuen Formfaktor hat und dadurch ein bisschen wie so ein Schwert daherkommt, also wie ein Blade. Dank dieses Formfaktors ist es möglich, eine bessere Kühlung zu realisieren und das Ganze kompakter zusammenzubauen. Das und die Tatsache, dass wir hier das sogenannte Cell-to-System-Approach verwenden, das heißt, die Zellen werden nicht erstmal in ein Modul gepackt und das Modul dann ins System. Nein, wir verzichten auf das Modul, nehmen die Zellen und packen die direkt ins fertige System. Okay. Würde man jetzt diesen Chunk aufmachen, dann würde man da keine Module vorfinden, sondern nur Zellen. Okay. Dadurch, dass man auf die Module verzichtet und dadurch auf die weitere Komponenten, erreicht man eine enorm hohe Energiedichte und in diesem Fall eben ca. 500 Kilowattstunden. Zugegeben, zu groß für den Eigenheimbetreiber. Definitiv. Aber für den einen oder anderen Gewerbetreibenden genau das Richtige. Ja, spannend. Also toll, was ihr alles abdeckt. Und da möchte ich einmal noch mal kurz einsetzen. Batterietechnologie, du hast gerade gesagt, die Blade-Zelle habt ihr entwickelt. Es gibt Neuigkeiten. Kannst du schon was sagen zu Natriumspeichern? Das ist eine Sache, die meine Zuschauer sehr interessiert. Wann kommen da Speicher und BYD, ihr seid da ja führend. Gibt es da Neuigkeiten, die du verraten darfst? Genau. Also BYD ist ein führender Hersteller von Batteriezellen, einer der größten. Ja? Und hauptsächlich fokussiert auf Lithium-Eisenphosphat. Um mal da die Vorfreude ein bisschen einzudämpfen, es wird auch erstmal perspektivisch bei Lithium-Eisenphosphat bleiben. Das ist die Zellchemie der Wahl aktuell. Nichtsdestotrotz hat BYD jede Menge People in der Forschung, jede Menge Leute in Forschung und Entwicklung, um zu schauen, was es für neue Möglichkeiten gibt. Denn Lithium ist auch ein Rohstoff, den es nicht beliebig viel gibt. Und was da im Gespräch ist, sind Lösungen, die basieren auf Natrium. Also dann statt Lithium-Ionen-Batterien, jetzt dann Natrium-Ionen-Batterien.
Und da ist das ein oder andere geplant, ja? Ja. Wobei wir Stand heute noch nicht zu viel sagen können. Aber wir können gespannt bleiben. Ja. Eine Sache, die möchte ich trotzdem aufgreifen. Ich habe es gelesen online. Es gibt ein Auto, was ihr schon als Prototyp auf jeden Fall gebaut habt, was, glaube ich, auch in Serie gehen soll und da mit Natrium-Akkus ausgeliefert werden soll. Jetzt haben wir gehört, allzu viel kann noch nicht gesagt werden, aber es bleibt spannend, da bin ich mir sicher. Genau. Und wo wir beim Thema Auto sind, ihr habt hier vorne ein Auto stehen, da würde ich gerne mal mit dir rübergehen, denn ich persönlich fahre ja auch elektrisch und es ist ein Riesenmarkt. Also das Fahrzeug, was du gerade angesprochen hast, wo gegebenenfalls die neue Zeltchemie verwendet wird, kommt erst noch. Das ist der sogenannte BYD Seagull. Ja, ja. Da sind wir alle gespannt drauf. Aber BYD hat Stand heute bereits einige Fahrzeuge im Portfolio, auch in Europa und Deutschland. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie so ein BYD-Fahrzeug aussieht, was es heute bereits ganz normal erhältlich gibt. Ja, super. Jetzt sind wir hier am Auto. BYD habe ich noch gar nicht so bewusst wahrgenommen auf der Straße, aber ihr seid ein wahnsinnig großer Elektroautohersteller, ne? Ja. Erstmal, wie gesagt, der Tenor dieses Jahr ist Zero Emission Ecosystem, das heißt die komplette Wertschöpfungskette. Wir haben ja vorhin angefangen bei den PV-Panelen, das heißt Erzeugung erneuerbarer Energie. Ja. Dann sind wir übergegangen zur Zwischenspeicherung im Heimspeichersegment, dann Zwischenspeicherung im Großspeichersegment. Aber es fehlt ja was. Was macht man mit der ganzen erzeugten und zwischengespeicherten Energie? Antwort, man nutzt sie sinnvoll, zum Beispiel in Form der Elektromobilität. Und hier hat BYD auch ein großes Standbein, denn du hast ja bereits angesprochen, BYD ist Hersteller von Elektrofahrzeugen und nicht nur irgendein Hersteller von Elektrofahrzeugen, sondern Stand heute der größte Hersteller von rein elektrisch angetriebenen Fahrzeugen weltweit. Also das okay, jetzt Moment, dann muss ich mal kurz einhaken, sogar größer als Tesla. Ja, ihr baut mehr elektrische, rein elektrische Autos als Tesla. Genau, sowas kann sich natürlich tagesaktuell ändern, aber aktuell ist es tatsächlich so, dass was den reinen Absatz rein elektrischer Fahrzeuge angeht, BYD die Nummer 1 ist weltweit. Ja, ja, und im europäischen Markt ist es aber noch nicht ganz so vertreten, oder? Ja, das wird nicht nur dir aufgefallen sein, sondern auch dem einen oder anderen Zuschauer, dass in den deutschen Straßen nicht so viele von den Fahrzeugen zu sehen sind. Noch nicht wohlgemerkt. Die meisten sind tatsächlich gerade im asiatischen Raum, größtenteils China. Allerdings hat BYD dieses Jahr angefangen mit einer großen Europa-Markteinführung und es sind bereits 3 Modelle tatsächlich verfügbar, auch in Deutschland. Was wir hier sehen, ist der BYD Han. Das ist das Flaggschiff von BYD, also die Premium-Marke, Premium-Segment. Und das Besondere oder das Wertvolle an einem Elektrofahrzeug, was alles bestimmt, ist die Batterie. Ja. Warum ist das wichtig? Na, wir sehen das da oben, wenn man da hingeht mit der Kamera, dann steht da, it's the inside that matters. Ja. Das heißt, Performance, Effizienz, Langlebigkeit, aber auch Sicherheit, all das wird von dem Kernelement, nämlich von der Batterie definiert. Und BYD verbaut hier die neu entwickelte Blade-Zelle auf Lithium-1-Phosphat-Basis. Das heißt, wir haben hier tatsächlich hohe Reichweite, maximale Sicherheit und eben auch eine Kontrolle über die Zulieferteile. Ja? Das heißt, während andere Automobilhersteller angewiesen sind auf die auf den Zukauf von externen Batterien, ist es hier bei BYD so, dass die Batterie, ihr also die Kernkomponente, genau, BYD ist Hersteller der Batterie. Ja. Genau. Und sag mal, welche Reichweite erreicht dieses Fahrzeug in der Realität und welche Kapazität hat die Batterie? Ja, also hier sind wie gesagt Blade-Zellen verbaut und zwar unten und das Besondere auch hier, wie wir es eben gerade schon besprochen hatten, Cell-to-System. Das heißt, die Blade-Zellen werden so integriert, dass man auf Module verzichtet. Die Zellen sind dann tatsächlich integraler, struktureller Bestandteil des Fahrwerks. Okay. Ja? Und auch hier spart man dadurch an Elementen, an Konstruktionsvorteilen und das Ganze ist etwas kompakter. Jetzt in diesem Fall, bei dem BYD Han, haben wir eine 85 Kilowattstunden Batterie und dadurch Reichweiten von ca. 550 Kilometer. Also schon jede Menge. Und mit welcher Leistung könnt ihr laden? Typischerweise im Haushalt wird normalerweise geladen mit 7 kW ungefähr. Ja. Die Batterie selber erlaubt allerdings Ladeleistung für bis zu 88 kW. Genau, das hängt aber. Also am Schnelllader, wenn ich irgendwo unterwegs bin, kann ich mit 88 kW maximal laden. Genau. Wobei, hier das Kleingedruckte, ist natürlich abhängig vom Ladezustand. Wenn die Batterie leer ist, dann kann man nicht so schnell laden oder wenn sie voll ist, auch nicht. Ja. Aber im Bereich typischerweise zwischen 20% und 80% kann man relativ flott laden und es hängt auch ein bisschen von der Temperatur ab. Also wenn es zu kalt ist oder zu heiß, auch dann wird die integrierte BMS die Ladeleistung etwas reduzieren. Ja. Aber ansonsten könnte man an Schnelllader
Hahn tatsächlich dann relativ flott nahm. Dabei wichtig zu betonen, dass der Hahn nicht das einzige Modell ist, was es aktuell gibt, sondern es gibt noch den Tang, das ist ein 77er SUV, und es gibt noch den Atto 3, was eher so ein Einstiegsmodell ist. Wo liegt der preislich, wenn ich fragen darf? Also wenn jetzt ein Zuschauer sagt, ich möchte den kaufen, was muss man ja dafür in etwa zahlen? Wahrscheinlich auch wieder händlerabhängig, aber... Ja, genau. Es hängt natürlich vom Händler ab. Und wie gesagt, auch das ist tagesaktuell und kann sich jederzeit ändern. Aktuell muss man mit ungefähr 70.000 Euro rechnen für das Flaggschiff, für den Hahn. Ja. Wobei es den Atto 3, den es wie gesagt auch bei Six zu mieten gibt, den gibt es ab etwa 43.000 Euro Stand heute. Ja. Das ist zugegeben noch nicht super erschwinglich für jeden, ja? Aber BYD wird zum Ende dieses Jahres noch zwei weitere Modelle einführen, nämlich einmal den BYD Seal und Dolphin. Und gerade der Dolphin wird ein kleineres, kompakteres Fahrzeug sein, wo wir damit rechnen, dass die Einstiegspreise dann liegen werden bei ca. 30.000 Euro, aber ja, bitte nicht darauf festnageln. Ja, okay. Wir zeigen euch gleich innen drin auch noch mal ein bisschen das Auto. Was mich jetzt interessieren würde, wenn wir gerade über das Auto sprechen und über die Batteriemodule, die Batterie ist nicht auf Modulebene aufgebaut. Was ist, wenn jetzt eine Zelle ein Problem hat? Ja. Muss ich dann das ganze Ding austauschen? Das ist erstmal eine gute Frage. Erstmal vorweg. Hier wird verbaut, wie gesagt, die Blade-Zelle, die in puncto Sicherheit, Langlebigkeit und Performance, also wirklich neue Maßstäbe setzt. BYD hat sehr, sehr viel dieser Fahrzeuge draußen. Wie gesagt, der größte Hersteller von rein elektrischen Fahrzeugen. In den meisten sind Blade-Zellen drin. Das heißt, da steckt viel Erfahrung drin. Die Fehlerrate ist entsprechend gering. Sollte es dennoch mal zu einem Problem kommen, gibt es für die Speicher den Servicepartner EFT. Das heißt, der Endkunde kann seinen Installateur kontaktieren, der kontaktiert EFT und wir bieten Service an. Und im Bereich der Elektromobilität gibt es ein Händlernetzwerk in Deutschland und da gibt es Showrooms, da gibt es, man kann Probe fahren und da gibt es dann auch Service-Strukturen, wo man dann das Fahrzeug hinbringen kann, ja, zum Troubleshooten. Und ja, wenn dann irgendwas an der Batterie festgestellt werden sollte, dann würde die ganze Batterie voraussichtlich ausgetauscht werden. Okay. Genau. Ja, ist ein wichtiger Faktor, denn ich hatte schon mal ein Problem mit meiner Zelle im E-Golf und da wurde ein Modul dann ausgetauscht. Ja. Das wäre dann hier nicht möglich. Aber was ich gelesen habe, wir haben jetzt über die Speichersysteme gesprochen und über eure Zelltechnologie und ihr seid aber auch sehr daran interessiert, den Zellen ein Second Life zu geben. Also ihr denkt auch das Recycling gleich mit, ne? Genau, genau. Also nochmal, das Motto dieses Jahr ist Zero Emission Ökosystem. Das heißt, die komplette Palette wird abgedeckt. PV-Module für die Erzeugung, Batterien für die Zwischenspeicherung und Elektrofahrzeuge für die Nutzung. Aber ja, um das Ganze wirklich ganzheitlich zu denken, muss man auch an Second Life denken. Das heißt, ja, wenn irgendwas sein sollte mit den Batterien, egal ob im Heimspeicherbereich, im Gewerbebereich oder in den Elektrofahrzeugen, die Batterien, die da ausgetauscht werden, die werden dann geprüft, gewartet, refurbished und dann einer Second Life Anwendung zugeführt. Das können dann in anderen Fahrzeugmodellen sein, es können in anderen Märkten sein, aber Sinn und Zweck des Ganzen ist es, so nachhaltig wie möglich mit den bestehenden Ressourcen umzugehen. Ja, super. Ja. Okay. Yassin, vielen Dank. Ich würde jetzt gerne einfach noch mal kurz reinschauen, mich einfach mal reinsetzen, wenn ich darf. Gerne, gerne. Sieht gut an und gut verarbeitet, finde ich. Finde ich toll und bin ganz gespannt drauf, wie das immer weiter jetzt auch auf den Markt kommt. Dann noch eine ganz kurze Anmerkung. Vehicle to Load, also vom Fahrzeug direkt zu einem Verbraucher, bereits jetzt geht und auch von BYD beworben wird. Was kann man dann damit machen? Man könnte das Fahrzeug zum Beispiel auf Musikfestivalgelände fahren und damit Musikboxen betreiben, einen Kühlschrank. Oder man könnte zu Inter Solar kommen, auf so einen schönen Stand und damit die Popcornmaschine betreiben. Alles klar, ich habe gerade drin gesessen, habe gedacht, Discharge, ich sehe es da. Genau, genau. Discharge 3,3 kW und das macht ihr also gerade. Richtig. Hier. Also okay, was wir jetzt gerade machen, ist Vehicle to Load. Das heißt, die Popcornmaschine ist an dem Fahrzeug angeschlossen und wird quasi gerade genutzt aus der Energie des Fahrzeugs. Also es geht jetzt schon. Ja, und da habt ihr einen Schuko-Stecker oder wie läuft das? Genau, es gibt einen Adapter und dann gibt es entsprechende Schuko-Stecker für 230 Volt und damit kann man dann ganz normale Geräte anschließen. Prima, super. Wow, das war super viel Information, super interessant. Yassin, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Ebenso. Vielen Dank und ich sag mal einfach bis nächstes Jahr, dann freue ich mich, wenn du wieder Zeit hast und wir sprechen wieder. Freue mich immer, dich zu sehen und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss. Ciao.